Wusch, dein Raumschiff ist fast da. Dank der neuesten Technologie kannst du jetzt schneller als je zuvor zu anderen Planeten in unserem Sonnensystem reisen. Und du hast dich für eine Weltraumtour entschieden und bist mit deinem Reiseleiter, Astronauten und noch ein paar anderen Passagieren auf einem Raumschiff. Erster Stopp, der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, Merkur. Er ist nur ein Drittel so weit von der Erde entfernt wie die Sonne. Aber die Aussicht wird spektakulär sein. Sobald dein Schiff auf der Oberfläche dieses Felsplaneten gelandet ist, siehst du das endlose Universum, Sterne, vorbeiziehende Kometen und die Sonne, die dreimal so groß ist, wie du sie von der Erde aus kennst. Und keine einzige Wolke behindert die Sicht. Es gibt aber leider keinen Mond zu bestaunen. Merkur und Venus haben keine. Du willst dich etwas bewegen, aber wegen des Raumanzugs und der geringen Schwerkraft fühlst du dich wie auf einem Trampolin im Slow-Motion-Modus. Tagsüber ist es nicht sicher, hierher zu kommen. Übrigens dauert ein Tag auf Merkur fast 59 Erdtage. Obwohl dein Raumanzug dich schützt, könnten die Temperaturen zu extrem werden. Tagsüber steigt die Temperatur auf bis zu 430 Grad Celsius und weil es keine Atmosphäre gibt, die die Wärme hält, kühlt es sich in der Nacht auf bis zu minus 180 Grad ab. Deshalb ist Merkur nicht der heißeste Planet, auch wenn er der Sonne am nächsten ist. Die Venus ist der zweitnächste Planet, aber sie hat eine Atmosphäre, die die Wärme zurückhält. In deinem speziellen Raumanzug bist du zwar geschützt, aber diese drastischen Temperaturschwankungen sind trotzdem nicht ungefährlich. Also raus aus der Sonne! Merkurs Schwerkraft ist schwächer, weil er weniger wiegt als die Erde. Die Schwerkraft auf Merkur zieht also weniger an deinem Körper. Wenn eine Person auf der Erde 45 Kilo wiegt, ist sie auf Merkur mit 17 Kilo ein Fliegengewicht. Und? Fühlst du dich schon leichter? Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit, hörst du die Stimme deines Reiseleiters in deinem Raumanzug. Er steht neben dir und zeigt mit dem Finger auf dich. Schau nach links, deshalb sind wir hier. Calorisbecken. Fantastisch! Merkur hat eine so dünne Atmosphäre, dass nichts den Planeten vor Asteroiden schützt. Dementsprechend viele knallen auf seine Oberfläche. Er ist der Planet in unserem Sonnensystem, der die meisten Krater hat. Damit ähnelt er ein bisschen dem Mond. Jetzt bist du am Calorisbecken, nach unserem Kenntnisstand dem größten Einschlagkrater im gesamten Sonnensystem. Vor fast 4 Milliarden Jahren schlug hier ein mindestens 100 Kilometer breites Objekt ein. Du kannst das felsige Innere sehen, das mit tiefen Brüchen und hohen, scharfen Kratern durchzogen ist, umgeben von den höchsten Bergen, die es auf diesem Planeten gibt. Sie sind 3 Kilometer hoch, entstanden durch unzählige Lavaschlote, die früher aktiv waren. Auf der anderen Seite, die vor der Sonne verborgen ist, gibt es einige Eisvorkommen. Die einzige Form von Wasser hier. Aber du hast keine Zeit, sie dir anzuschauen. Merkur ist nur ein Zwischenstopp. Du fliegst weiter. Du hast es dir auf dem Schiff bequem gemacht, als dein Reiseleiter zu dir kommt. Wir können an der Venus nicht anhalten, sagt er. Eigentlich können wir zumindest näher an die Oberfläche heranfliegen, manchmal sogar landen und hinausfahren, aber heute toben die Winde wie verrückt. Sie erreichen normalerweise etwas mehr als 360 Kilometer pro Stunde, wodurch die gelben und leuchtend weißen Wolken des Planeten in ständiger Bewegung bleiben. Übrigens wurde die Oberfläche der Venus auch von vulkanischer Aktivität geformt. Sie besteht zu 90% aus verfestigter Basaltlava. Daher ist sie vielleicht nicht der schönste Ort für einen Besuch. Außerdem ist ihre Atmosphäre dichter. Dann bekommst du einen Videoanruf über das spezielle Weltraumkommunikationssystem. Deine Freundin ruft an. Sie hat sich etwas früher als du eine Auszeit genommen und ist zum Jupiter geflogen. Jupiter ist ein Gasriese, deshalb kannst du dort nirgendwo landen und der Druck ist ziemlich stark. Er presst Gas zu einer Flüssigkeit. Jupiters Atmosphäre würde jedes metallene Raumschiff wie ein Blatt Papier zerknüllen, das durch seine bunten Wolken fliegt. Die meisten Touristen machen Tagesausflüge mit Raumschiffen dorthin, um Fotos von oben zu machen. Es sieht verrückt aus, denn der Planet ist wie ein stürmischer Strudel aus Wind und er hat die hellsten Polarlichter im ganzen Sonnensystem. Deine Freundin hat sogar den großen roten Fleck gesehen. Das ist der riesige ovale Sturm, der sich gegen den Uhrzeigersinn dreht. Es war unglaublich. Der rote Fleck ist viermal so groß wie die Erde. Aber das eigentliche Highlight war Europa, der 6. Mond des Jupiters. In der Wissenschaft glaubt man, dass er noch relativ jung ist, weil seine Oberfläche so glatt und unberührt ist.
Europa ist eine große ozeanische Welt mit allen Voraussetzungen für Leben, die wir aber noch nicht so richtig erkundet haben. Aber du kannst eine Tour buchen und selbst auf Erkundungstour gehen. Vielleicht entdeckst du etwas unter dem dicken Schelfeis. Touristen müssen aber spezielle Raumanzüge tragen, weil Europa von Jupiter zu stark bestrahlt wird. Und dann ist da noch Io, auch ein Jupitermond. Er ist der farbenfrohste und schönste, aber auch der vulkanisch aktivste. Aktiver als die Erde und die meisten Vulkane in unserem Sonnensystem. Auf Io gibt es über 400 Vulkane, von denen 150 jederzeit ausbrechen könnten. Die Schwerkraft des Jupiters treibt die Vulkanaktivität an. Sie drückt Io wie einen Gummiball zusammen und dadurch brechen die Vulkane. Ich hoffe, du bist gut ausgeruht, denn heute habe ich eine schwere Aufgabe für dich. Keine Sorge, es wird dir Spaß machen. Du wirst auf verschiedenen Planeten unseres Sonnensystems rennen. Finden wir heraus, wo du am schnellsten bist und wo du kaum laufen kannst. Der schnellste Mann auf der Erde, Usain Bolt, erreicht eine Geschwindigkeit von durchschnittlich 38 Kilometern pro Stunde, Spitzengeschwindigkeit 43 Kilometer pro Stunde. Krass, leider sind wir nicht alle Usain Bolts. Ein Durchschnittsmensch rennt mit etwa 10 bis 13 Kilometern pro Stunde. Aber vielleicht gibt es einen Planeten, auf dem du den berühmten jamaikanischen Sprinter schlagen könntest. Doch zuerst überlegen wir, was deine Laufgeschwindigkeit beeinflusst. Größtenteils die Schwerkraft. Je nachdem, wie stark sie auf dem besuchten Planeten ist, beeinflusst sie dein Gewicht. Je schwerer du bist, desto langsamer läufst du. Außerdem musst du auf allen anderen Planeten unseres Sonnensystems einen sperrigen Raumanzug tragen. Ohne ihn liegen deine Überlebenschancen bei Null. Und vergessen wir nicht die extremen Wetterbedingungen auf den meisten Planeten. Entweder ist es bitterkalt, brütend heiß oder sehr, und ich meine sehr, windig. Aber jetzt geht deine Reise los. Schnall dich an, wir starten. Erstes Ziel ist der Merkur. Aus dem Fenster des Raumschiffs betrachtet hat dieser Planet frappierende Ähnlichkeit mit unserem guten alten Mond. Doch dir wird schnell klar, dass das nur eine Illusion ist. Die gesamte Oberfläche ist von Einschlagkratern gezeichnet. Das könnte die Aufgabe, auf dem Planeten zu rennen, zusätzlich erschweren. Und dann auch noch dieser unhandliche Raumanzug. Mein Gott, doch ohne diesen Schutz würdest du nicht überleben. Die Temperaturen auf dem Merkur sind extrem. 430 Grad Celsius am Tag und minus 180 Grad Celsius in der Nacht. Doch eine Sache spielt dir auf diesem unwirtlichen Planeten in die Karten. Angenommen, du wiegst auf der Erde 70 Kilogramm. Auf dem Merkur wiegst du gerade mal 26 Kilogramm. Trotz deines voluminösen Raumanzugs kannst du daher schneller laufen als auf der Erde. Vielleicht erreichst du 21 Kilometer pro Stunde, wenn du dir viel Mühe gibst. Der nächste Planet auf der Liste ist die Venus, der sogenannte Morgenstern. Diese Welt sieht ganz anders aus als der blaue Planet, wie du ihn aus Büchern kennst. Bevor du landen kannst, musst du eine extrem dichte Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid durchdringen. Während des Sinkflugs passierst du dicke Wolken aus Schwefelsäure. Venus wird oft als der Zwilling der Erde bezeichnet, weil Größe und Dichte etwa gleich sind. Kein Wunder also, dass du auf der Venus ungefähr so viel wiegst wie auch auf der Erde, 63 Kilo. Dein Gewicht ist hier zwar etwas geringer, aber du trägst ja auch noch diesen Raumanzug. Aufgrund der ähnlichen Bedingungen bist du trotzdem ein klein wenig schneller als auf der Erde. Du schaffst etwa 14 km/h. Dein erster Eindruck vom Mars ist, dass es schrecklich kalt ist. Die Durchschnittstemperatur liegt bei frostigen minus 62 Grad Celsius. Selbst aus der Ferne sieht der Planet rötlich aus. Stehst du erst auf dem Mars, weißt du auch warum. Der Boden ist von einem rostfarbenen Staub bedeckt. Derselbe Staub schwebt in der Luft. Wohin du auch siehst, erkennst du goldene, braune, sandfarbene und sogar grünliche Farbtöne. Sie hängen mit der Mineralstoffzusammensetzung des Bodens zusammen. Das Ausmaß der Staubschicht variiert, meist ist sie jedoch etwa 2 Meter dick. Das könnte das Laufen echt schwierig gestalten. Auf dem Mars wiegst du sehr viel weniger als auf der Erde, gerade mal 26 Kilo. Dadurch erreichst du eine Geschwindigkeit von ganzen 19 Kilometern pro Stunde. Grandios, nicht wahr? Was ist das da am Horizont? Sieht wie ein Wirbelsturm aus. Ist das ein Sandsturm? Dann solltest du lieber die Beine in die Hand nehmen. Sandstürme bedecken zuweilen den gesamten Planeten.
Sie sind sogar von der Erde aus zu sehen. Jetzt haben wir ein Problem. Jupiter, genauso wie der Saturn, ist ein Gasriese. Das bedeutet, dass der größte Planet unseres Sonnensystems, und Jupiter ist so groß, dass er 1300 Erden verschlingen könnte, keine feste Oberfläche hat. Du musst dir also vorstellen, wie dein Lauf auf dem Jupiter aussehen könnte. Die Atmosphäre des Planeten besteht aus Wasserstoff und Helium. Bei deinem Sinkflug bestaunst du dicke, braune, gelbe, rote und weiße Wolken. Sie sorgen für die wunderschönen, bunten Streifen des Planeten. Auf Jupiter würdest du sagenhafte 177 Kilogramm wiegen. Allein beim Versuch, mit deinem fetten Raumanzug zu gehen, würde dir der Schweiß auf der Stirn stehen. Das heißt, wenn es eine Oberfläche gäbe. Würdest du probieren zu rennen, kämst du gerade mal auf 1,5 bis 3 Kilometer pro Stunde. Zu allem Überfluss ist es auf dem Jupiter extrem windig. Die Windgeschwindigkeit schwankt zwischen 320 und 640 Kilometern pro Stunde. Erkennst du diese Ringe? Das ist Saturn, ein weiterer Gasriese ohne feste Oberfläche. Dieser Planet besteht vorrangig aus Wasserstoff und Helium. Je tiefer du eintauchst, desto mehr verändern sich Temperatur und Dichte. Würdest du aussteigen, um den Planeten zu betreten, würdest du in den Planeten fallen. Von oben sieht es allerdings aus, als hätte er eine Oberfläche. Die nur scheinbar feste gelbbraune Kugel ist von mehreren Wolkenschichten umgeben. Die sichtbare äußere Schicht besteht aus Ammoniakwolken. Darunter befinden sich Schwefelwasserstoffwolken. Die innersten Wolken bestehen aus Wasser. Auch wenn der Saturn ein Gasriese ist, wäre dein Gewicht nicht groß anders als auf der Erde. Es betrüge etwa 75 Kilo. Die Schwerkraft ist hier nämlich etwa so hoch wie auf der Erde. Doch wegen der weiteren Bedingungen und deines sperrigen Raumanzugs würdest du etwas lag. Und dann wusch, rast du schneller als mit Lichtgeschwindigkeit durchs interstellare All. Wie cool! Die Lichter tausender Sterne sausen an dir vorbei. Ein paar Minuten noch und du befindest dich auf der anderen Seite der Milchstraße. An die Arbeit. Solche Reisen sind jetzt schon Routine für die Menschen, denn deine Zivilisation hat die gesamte Galaxie erschlossen. Auch wenn es 90 Millionen Jahre gedauert hat, um dahin zu kommen. Aber wie haben wir das geschafft? Es ist wie ein Videospiel. Zu Beginn hatten wir eine Flotte von 3 Mutterschiffen, die knapp 500 Kilometer pro Sekunde fliegen konnte. Jede von ihnen besaß 10 Kolonisationsfelder. So ein Schiff konnte so eines abkoppeln und auf den gewünschten Planeten abwerfen. Außerdem hatten wir 2 Hochgeschwindigkeitsraumschiffe, die doppelt so schnell reisen, dafür allerdings nur einen Planeten besiedeln konnten. Jeder kolonisierte Planet konnte ein weiteres Schiff auf Expedition schicken. Und so expandierte die Menschheit innerhalb von 90 Millionen Jahren. Die meiste Zeit haben wir damit verbracht, von Stern zu Stern zu fliegen. Das Hauptproblem der Kolonialisierung ist also das Tempo. Das Jahr 2021. Unsere Raumschiffe schaffen es jetzt schon auf knapp 40.000 km/h. Das reicht aus, um von New York nach Los Angeles in unter 4 Minuten zu reisen. Doch ein Trip zu unseren Nachbarn, wie zum Beispiel dem Mars, dauert immer noch 7 Monate. Der nächste Stern zur Sonne, Proxima Centauri, ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Das heißt, dass das Licht, das schnellste Phänomen im Universum, 4,2 Jahre braucht, um zur Sonne zu gelangen. Unsere Rakete bräuchte 73.000 Jahre. Das ist länger, als es eine hochentwickelte menschliche Zivilisation gibt. Und unsere Galaxie, die Milchstraße, ist 105.000 Lichtjahre groß. Auch mit Lichtgeschwindigkeit würden wir also eine ganze Weile brauchen. Deshalb kamen wir auf andere Ideen. Lass uns mal in die Zukunft blicken und so tun, als hätten wir dieses Problem bereits gelöst. Mikroskopisch kleine Sonden werden mit Hilfe eines Laserstrahls von der Erde weggesendet. Auf diese Weise erreichen wir immerhin ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit. Aber immer noch zu langsam. Das Problem ist, nichts, das Masse hat, kann so schnell sein wie das Licht. Also versuchten wir es mit dem Alcubierschen Antriebskonzept. Nach dieser Methode bewegen wir uns nicht von Punkt A nach B, sondern krümmen den Raum zwischen diesen Punkten. Hier ist ein Stück kariertes Papier. Stell dir vor, du müsstest 3 Quadrate bis zu deinem Ziel reisen. Anstatt die lange Strecke so schnell wie möglich zurückzulegen, falten wir die Quadrate, sodass das Raumschiff direkt bei B angelangt. Danach falten wir sie wieder auseinander. Das All ist wieder in Form und wir sind gereist, ohne uns überhaupt zu bewegen.
So funktioniert der Alcubierre-Antrieb. Er quetscht das All vor dem Raumschiff zusammen und breitet es hinter ihm wieder aus. Ein Alcubierre-Raumschiff kann also theoretisch mit jeder Geschwindigkeit fliegen, sogar schneller als das Licht. Doch die Menge an Energie, die es dafür benötigt, ist immens. Sie könnte mit der Masseenergie des gesamten Planeten Jupiter verglichen werden. Während die Wissenschaft also an der Verbesserung des Alcubierre-Modells gearbeitet hat, haben sich andere mit dem geheimnisvollsten Objekt des Universums beschäftigt. Dem schwarzen Loch. Ein schwarzes Loch ist so schwer, dass es sogar Licht anzieht und nie wieder loslässt. Stell dir ein kreisförmiges Trampolin vor. Das ist unsere Raumzeit. Ich lege einen Basketball in die Mitte. Das Trampolin gibt ein bisschen nach. Das heißt, alle Objekte, die wir jetzt da drauflegen, rollen in Richtung Ball. So funktioniert Gravitation. Wenn du aber einen Golfball an den Basketball vorbeirollst, kann er seiner Gravitation entkommen. Doch jetzt lege ich mal eine Bowlingkugel aufs Trampolin. Nun gibt es noch viel mehr nach. Der Golfball rollt jetzt auf jeden Fall in den Trichter der Bowlingkugel und hat keine Chance zu entkommen. Und so funktioniert ein schwarzes Loch. Manche WissenschaftlerInnen glauben nun, im Herzen eines schwarzen Lochs könnte sich ein Wurmloch befinden. Das wäre eine Abkürzung im Universum von Punkt A nach Punkt B. Zurück zu unserem Blatt Papier. Anstatt gerade hindurch zu reisen, falten wir das Papier, sodass Punkt A direkt über Punkt B liegt. Jetzt machen wir ein Loch ins Papier und reisen zum Punkt B. Und voilà, schon bist du angekommen. Diese Theorie sagt also Folgendes aus. Durchquert ein Raumschiff das Gravitationsfeld eines schwarzen Lochs und widersteht den enormen Bedingungen darin, kann es an jedem Punkt des Universums austreten, zu dem das Wurmloch führt. Das könnte sogar eine andere Galaxie oder ein Paralleluniversum sein. Na gut, unsere Forschung war also ein Erfolg. Und jetzt haben wir eine Karte der Milchstraße vor uns und können reisen, wohin wir wollen. Alles, was wir tun müssen, ist zu entscheiden, welchen Ort wir kolonisieren wollen. Es gibt ungefähr 1 Milliarde Sterne zur Auswahl. Und auf theoretisch jedem von ihnen könnte das Leben möglich sein. Also müssen wir erst einmal aussortieren. Zuerst schauen wir uns relativ junge Sterne an, so wie unsere Sonne. In deren Nähe könnte eine menschliche Kolonie sehr lange überleben. Wenn ein Stern älter ist, dehnt er sich aus und wird rot. In den letzten Phasen seines Lebens kann er dann sogar alle Planeten um sich herum verschlucken und dann mit so einer gewaltigen Kraft explodieren, dass das Licht der Explosion noch Dutzende Lichtjahre entfernt zu sehen wäre. Zweitens, der Kandidat für eine neue Kolonie muss sich in der bewohnbaren Zone eines Sterns befinden. Das ist ein Sweet Spot, nicht zu nah und nicht zu weit entfernt von dem Stern, damit es nicht zu heiß oder zu kalt ist. Mit anderen Worten, das Wasser auf dem Planeten muss in flüssiger Form existieren. Außerdem sollte der Planet eine feste Oberfläche haben, damit wir auf ihm leben können. Ein anderer wichtiger Faktor ist die Größe des Planeten. Wenn er zu groß wäre, würde seine Gravitation zu viel Druck auf uns ausüben. Dann wäre es